Das dürfte jetzt alles gewesen sein. Ich hab's mal wieder in den Garten geschafft. Ich bin so froh, dass das jetzt losgeht. Und vor allen Dingen, Anzucht ist schon längst gestartet bei mir auf der Fensterbank. Da kommen wir gleich zu. Und beim Aussehen wird es natürlich in diesen Zeiten sehr interessant. Da habe ich einiges mitgebracht. Da möchte ich einiges zu erzählen. Im Garten hat sich auch schon ein bisschen was getan. Und ja, das direkte Aussehen, das werdet ihr auch gleich dann nochmal miterleben. Und ich werde euch natürlich auch ein paar Bilder von zu Hause zeigen, von der Fensterbank, was da so passiert. Dazu sei gesagt, ich werde natürlich so weiter gärtnern, wie ich das bisher gemacht habe. Ich habe aber dieses Jahr von den Anzuchtzeiten und von den Steckzeiten und so weiter mir vorgenommen, mich nach dem Mond ein bisschen auszurichten. Für jene, die hiermit nichts anfangen können, keine Angst, ich habe das natürlich trotzdem weiter so, wie ich das bisher hatte. Ich möchte hier einfach nur etwas noch dazu tun, was mich schon sehr lange beschäftigt, beeinflusst, überhaupt so in meinem Sein. Ich merke einfach diese Energien, die auf mich einwirken, und für mich gehört der Mond dazu, ganz doll sogar. Das fließt hier im Garten dieses Jahr definitiv mehr ein. Bisher klappt das ganz gut und ich werde das weiter verfolgen. Parallel dazu, weil es natürlich auch hier um den Anbau geht, mit den Verhältnissen, die hier von der Natur herrschen, ja, habe ich noch eine andere Stelle, da wird jemand quasi parallel in eine Richtung gärtnern. Das werde ich auch verfolgen und werde dann das ein bisschen miteinander vergleichen können, so gut das halt aus der Situation geht. Also, ich habe euch das Saatgut versprochen, es ist vor mir und wir haben, weil wir gerade beim Mond waren, morgen den nächsten Vollmond, so ist es bei uns. Ich drehe gerade das Video am Montag, wann auch immer ihr das seht, dann könnt ihr das ein bisschen zuordnen. Der Vollmond im März. Und ich habe jetzt quasi bis zum Vollmond die Phase, also sprich von Neumond bis Vollmond die Phase, die Aussaaten getätigt von allem, was oberhalb der Erde wächst. So habe ich es erlesen. Will ich ausprobieren. Ich weiß nicht, wie es in der Praxis funktioniert. Ich kann das nur rausfinden, wenn ich das selber mache. Und ab morgen heißt das dann solche Sachen wie Zwiebeln, wie Knoblauch, Kartoffeln, alles, was halt unterhalb der Erde wächst und gedeiht und ihr nachher ernten wollt. Ich habe die letzten Jahre das natürlich überhaupt nicht berücksichtigt, bin einfach neugierig und es zieht mich da ganz natürlich hin und ich folge meinen Impulsen, ich folge meinen Energien und lasse mich da einfach leiten und gebe mich dem hin und das, ich wurde einfach nur belohnt bisher. Jene, die mich da schon länger verfolgen, wissen, wovon ich rede und genauso mache ich weiter. Also dieses Jahr habe ich da so den Mond im Kopf. Gut, was habe ich noch vor mir? Knoblauch, Zwiebeln, die Geschichte ist dann schon mal abgefrühstückt. Ja, mit dicke Bohnen wäre auch für oberhalb der Erde nachher. Das würde ich aber erst später noch aussehen, denn das ist so ein Kandidat, gerade wenn man so noch mit Wühlmäusen zu tun hat, wenn man sowas früh draußen hat, Erbsen, dicke Bohnen, die sind beliebt, ne? Natürlich, die Tiere wollen auch irgendwie durchkommen und ich kann es ihnen nicht verübeln. Dennoch, wenn man da selber beigeht, hat man natürlich Lücken im Beet, weil ein bisschen was fehlt. Man denkt dann oft, das liegt an einer Keimquote, aber da ist einfach keine Bohne mehr drin. Da kann da natürlich nichts kommen. Also die Geschichte wäre oberhalb. Dann habe ich hier noch Sachen, die ich mehrfach aussehe. Da möchte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Ich sortiere mir das mal kurz zurecht, damit ich das auch allumfänglich für euch kompakt zusammenfassen kann. Bei mir gibt es kein Skript. Bei mir läuft das alles natürlich. So eine grobe Richtung, so ein Gefühl, wo es hingeht und dann geht's los. Ja, bis das so vom Reden her frei funktioniert. Ab und zu gibt es mal ein paar Wiederholungen. Da kommt dann der Schnitt ins Spiel oder ein Versprecher oder irgendwas. Ich möchte schon, dass das hier alles Sinn ergibt und aneinander geknüpft ist. Ab und zu habe ich mal Versprecher drin, die lasse ich dann auch drin, aber nur, wenn das im Gesamten dann kein Leid mit sich trägt, sprich Missverständnisse, die dann ja zu Klärungsbedarf führen. Also ich versuche es immer so zu machen, dass wir da alle mit klarkommen. Also das, was ich hier habe und für die Mehrfach-Aussaat parat, das sind Radieschen, Möhren, Spinat. Das ist dieser Umschlag. Hier habe ich nochmal Spinat und das, was ganz wunderbar auch noch dazu passt, ist die rote Gartenmelde oder grüne Gartenmelde. Wunderbar. Viele zupfen das aus ihrem Beeten. Ich kann das euch nur empfehlen, mal zu probieren. Grün habe ich probiert, rot habe ich probiert. Rot gefällt mir persönlich viel besser, schmeckt. Ich kann das gar nicht beschreiben, das muss man einfach selber probieren. Ich könnte euch da sonst was von erzählen. Also als Salat auf jeden Fall und wie Spinatzubereitung. Für sowas ist das gedacht. Ich esse es so rohköstlich wie möglich, also ich möchte das roh essen. So, haben wir die Sachen fertig. Die drei. Guck mal, es ist alles kompakt. Hier sind wir schon durch. Und dann habe ich hier noch Aussaat März bis Mai. Das sind Sachen direkt Aussaaten im Freiland. Brokkoli, Kresse, historische Sorte. Vielen Dank, da liebe Grüße gehen da zu den Hanseaten. Habe ich von euch gekriegt jetzt im Winter, kam per Paket an.
Asiasalat habe ich noch dazwischen. Das sind so Sachen, da werde ich mal ein bisschen rumexperimentieren. Guck noch mal rein. Ich bin mir unsicher, ob ich da noch was dazu getan habe. Ja, wir werden hier begleitet mit tierischer Stimme. Das sieht nach ein bisschen mehr aus. Zwiebeln? Nee, das ist tatsächlich das drin, was ich gesagt habe. So, und dann habe ich für die Freilandaussaat hier noch Lauchzwiebeln. Aussaat Freiland ab März bis Juli könnt ihr da aussehen. Mega genial. Postelein habe ich hier auch noch. Laut Aussaatbox, Aussaattüte ist es so, dass es eigentlich September, Oktober ausgesät wird. Aber ich habe vor kurzem tatsächlich noch einen Beitrag gesehen, da kam der Tipp, die Geschichte kann auch ausgesät werden. Und das war nicht mehr ganz so voll. Ich habe das hier vorne einfach ins Beet mit reingepackt. Flo, ich habe dich vergessen. Tut mir leid. Aber ich weiß, du nimmst mir das nicht übel, dann findest du was anderes in deinem Beet. Es gibt hier im Garten schon zwei Beete, die fertig sind. Einmal das vor euch, was ihr noch nicht ganz sehen könnt, wo wir gleich noch hingehen. Das wird also noch spannend. Und da vorne das Beet vom Flo, aber das ist heute nicht dran. Wir bleiben hier vorne in dem Bereich unter der Weidenhöhle. Sie ist ein bisschen aufgegangen, kommt aber mit der Zeit dann nochmal. Wird noch deutlicher und ersichtlicher. Und das, was vor euch ist, ist ein kleines Schätzchen, was mir richtig Freude bereitet hat, da Topinambur rauszuziehen und die ganze Erde so weit aufzubereiten, dass da Nährstoffe reinfinden nach dem Prinzip Leben bringt Leben und dann möglichst Stoffe, die das Ganze humushaltig machen, den Humusaufbau fördern. Das ist mir wichtig. Klappt bisher ganz gut. Ich habe da so ein paar Sachen herausgefunden. Das erzähle ich euch dann in anderen Videos oder wenn es mal spontan vielleicht gleich einfließt, könnt ihr gespannt sein. Ich habe da ein paar Sachen herausgefunden. Also Laub, kleine Totholzäste und so, sammelt das bitte. Ich werde euch da noch einiges zu erzählen. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. So, und ich erzähle hier die ganze Zeit von Aussehen und irgendwelchen Sachen. Mache euch heiß auf eure Gartensaison. Übrigens, ihr könnt auf der Fensterbank anfangen. Ihr könnt auf dem Balkon nass machen. Ich selber bin auf Balkon hier und auf der Fensterbank unterwegs. Und das wird sich hier auch überall reinmixen in meine Videos. Wie jetzt auch gleich dann nochmal der Sprung nach Hause. Auf meine Fensterbank und wisst ihr was, das mache ich mal jetzt. So, fange ich einmal von der Seite an. Hier haben wir einmal Kohlrabi, Azurstar, Fenchel, Pepino in Reihenfolge, ne? Paprika, dann haben wir Blumenkohl und dann haben wir hier eine Reihe frei mit Physalis. Da hoffe ich, dass sie natürlich noch kommen. Und kleine Physalis-Pflänzchen da. Wenn es dieses Jahr nichts wird, so von der Zeit her, vom Wachstum, dann versuche ich die zu überwintern und dass sie weiter durchkommen. Ja, da unten haben wir einmal rechts Chili. Dann haben wir Knollensellerie, Lauchzwiebeln in der Mitte. Und links haben wir nochmal rote Zwiebeln drin. Dann habe ich hier Tomaten und wie ihr sehen könnt, die kommen alle. Da sind jede Menge da. Hier sind auch nochmal Tomaten drin. Da ist aber auch noch Mangold drin und Sellerie. Ne, Blödsinn. Doch, Sellerie, genau. Und dann habe ich hier noch etwas. Ich probiere so ein bisschen aus mit Deckeln. Hier drunter sind Tomaten, das ist noch nichts zu sehen. Der Wilsing richtig gut. Der kommt. Denn das, was ihr hier so in den Töpfen seht, ist immer eine Salatrocke. Davon habe ich 4 Stück. Einen steht noch in der Küche. Hier haben wir auch nochmal Tomaten. Und dann das letzte Schälchen. Hier unten einmal Salat, Salzkraut in der Mitte und ganz rechts von hier aus gesehen Porree. Das sind so die Geschichtchen. Hier nochmal ganz kurz rüber und zurück in den Garten. So, nehmen wir mal hier alles mit. Dicke Bohnen brauchen wir nicht, Zwiebeln, Brokkoli, Kresse, Asiasalat. Ich glaube, das wird ein bisschen interessant. Rote Gartenmelde, schauen wir mal, Radieschen da. Das sind die Paketchen, die ich mitnehme. Alles andere bleibt hier. Jo, das ist dann interessant für die nächste Zeit. Wobei, dicke Bohnen erwarte ich natürlich noch. Gut, schauen wir mal. Da geht's ja hin. Und einmal vorab zum Erzählen. Hier vorne am Rand habe ich ein paar Zwiebeln drin, was ich so noch gefunden habe, was wir hier liegen hatten. Und hierfür möchte ich was machen. Dafür muss ich einmal auf die andere Seite. Denn hier vorne ist das ein bisschen schöner und einfacher, euch das ein bisschen zu erklären. Dafür muss ich mal in die Knie. Ich glaube, das ist für mich eine viel angenehmere Arbeitsweise. Ja, ein bisschen feucht ist das. Die Umschläge hält es aber aus. Das machen wir nochmal so. Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Also einmal ein Überblick. Radieschen, Möhren, Spinat ist ja eine Geschichte. Gartenmelde auch. Ich weiß nicht. Nee, die sollen nicht in dieses Beet. Das lasse ich mal in Ruhe. Zwiebeln, ja, das können wir machen. Brokkoli, Kresse, Asiasalat. Ne. So, ich packe das mal einmal dahin.
Und hier die Geschichte, die möchte ich euch einmal erklären. Ich habe hier so eine kleine Ecke. Hier ist alles voll Portulak, das, was ich gerade erzählte. Und wir werden jetzt einfach nochmal uns die anderen Geschichten raussuchen. Da haben wir einmal gelbe Möhren, Radieschen, eine bunte Sortenmischung. Ist tatsächlich auch Eiszapfenradieschen zwischen, was ich hier auch nochmal habe. Aber das sind die Geschichten, die hier definitiv reinfinden sollen. Kohl, solche Geschichten später dann auch noch. Aber für die erste Aussaat von diesen Geschichten lohnt es sich doch, denke ich, jetzt schon bis Mitte Mai. Mal gucken, was rumkommt. Ich glaube, sitzen ist doch ein bisschen angenehmer gerade. Mann, ich tanke hier Energie unglaublich. War vorhin so schlapp. So schlapp. Ja, also ich habe hier meine Lieblingsradieschen, die Eiszapfenradieschen. So sehen die aus. Die werden echt riesig, sind super lecker. Meine persönliche Empfehlung. Ich möchte euch aber alle anderen nicht ausreden, wie jene, die so farblich in die Richtung gehen. Ja, also alles super lecker. Ja, seht euch aus, was das Herz begeht. Einfach ausprobieren, ne, wenn ihr das nicht kennt. So, und jetzt muss ich einfach mal ein bisschen loslegen und machen. Ich bin viel zu langsam unterwegs. Wisst ihr was? Mit denen lege ich los, mit den bunten. Und ein bisschen Platz brauchen die auch nur. So viel brauchen die gar nicht. Und ich werde hier mal ein paar reinziehen. Ich mache mal hier so. Guck mal, hier hinten habe ich nämlich den Vorteil, da habe ich ein paar Steine, die Wärme speichern und hier hinten so ein bisschen als Sonnenfalle agieren, was jetzt nicht überdurchschnittlich warm wird, aber im Großen und Ganzen ein bisschen wärmer als normal ist. Deswegen traue ich der Ecke hier hinten zu, dass das funktioniert mit den Radieschen. Da machen wir doch einfach mal so eine Handvoll. Dann mache ich hier mal so ein bisschen so. Ja, da kann man ruhig so ein paar an einem Fleck haben, jetzt aber nicht übertreiben, mein Tipp, weil wie gesagt, die können richtig riesig werden, die Eiszapfenradieschen. Das wollt ihr nicht, dass euch das aus allen Nähten platzt. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass ihr quasi hier anbauen könntet, so wie ich. Und wenn das ein bisschen voller ist, dann einfach nach und nach, wenn man so rohköstlich unterwegs ist wie ich dann, naschend im Garten, dann könnte man einfach mal die kleineren zwischendurch schon raussnacken. So läuft das hier bei uns im Garten. Ja, also die sind dann schon mal durch. Dann muss ich, glaube ich, doch noch mal von der anderen Seite bei. Hier so ein bisschen die Linie weiterführen bis zu der Stelle. Das machen wir. Ja, das fühlt sich gut an. Hier eine kleine Rille. So, was... Also mir ein paar rausgeplumpst, wenn die möglichst schon zusammen haben da. So. So, guck mal, jetzt haben wir hier so am Rand schon was. Hier haben wir Portulak, hier Postelein. Je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Oh, das ist das schwierigste Teil. Deswegen wächst auch ab und zu was im Garten, wo es gar nicht wachsen soll. Ja, aber so ist das halt. So, jetzt haben wir eine Reihe Radieschen. Womit passt das gut? Spinat würde doch jetzt ganz gut passen. So die Reihe dahinter, ich weiß nicht. Oder ich mache hier mal so irgendwie was. Das passt auch mit der Sonne nachher auch ganz gut. Ich würde sagen, dass ich das hier so mache mit dem Möhrchen. Ah, ein paar große Stöckchen sind noch drin. Das kann durchaus passieren. Das ist ja generell auch nicht schlimm. So, hier war die Ecke, ne? Mache ich mal lieber ein bisschen so. So, bis da. Und dann hier noch eine kleine Reihe. Ah, fluffig genug ist es hier. Oh. Naja, viel reingeworfen. Schon. Wie gesagt, snacken, ausdünnen. Da müssen wir mal so ein bisschen nach Gefühl gehen, dass die Pflanzen genug Abstand haben und so, damit die sich nicht zu sehr auf der Pelle sind und sich die Nährstoffe klauen. Da müsst ihr halt gucken, wie das bei euch so von den Gegebenheiten ist. Wenn ihr da noch nicht so viel Ahnung habt, keine Erfahrung viel mehr, dann ist das nicht schlimm. Einfach ausprobieren, gucken. Das ist sowieso das Allerwichtigste, herauszufinden. Oh. Rauszufinden, wie es um euren Garten steht.
was der so euch zu sagen hat, wo die Pflänzchen sein wollen, was miteinander harmoniert, dass jeder Garten ganz individuell. Also probiert aus, ganz frisch und frei, nehmt euch ein bisschen Informationen aus dem Internet mit, hier vielleicht bei mir, je nachdem, wo ihr halt was mitnimmt, und probiert das bei euch aus. Die Gegebenheiten sind halt so unterschiedlich, dass es grob natürlich vom Plan hinhaut, aber nicht überall gleich ist. Also ich habe hier einige Sachen, die überhaupt nicht so hinhauen wie in Süddeutschland zum Beispiel. Ne? Hier an der Nordsee, Nordfriesland am Meer, pustet doch mal öfter der Wind. Es regnet mal öfter, letztes Jahr nun mal nicht so. Aber so sieht es generell aus. Ja, machen wir mal weiter. So, die Möhrchen packe ich ein. Ja, hier kann noch mal was loswerden. Den Platz nutzen. Also hier ist ja noch überall frei, der ganze Bereich bis ungefähr hier. Also das ist jetzt noch frei. Das wollen wir auch noch mal ausnutzen für Spinat, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Spinat, Zwiebeln. Oh, aber Zwiebeln ist doch auch nicht verkehrt. Das ist doch so ein Geschichtchen. Zwiebeln, Brokkoli, Kresse. Historische Sorte. Kresse ist auch interessant. Ich möchte ja, ihr seht ja, ich teile mir das so auf, aber es gibt dann so Pflanzen, ja gut, jetzt nicht hier in dem Fall, aber wenn ich jetzt Tomaten da vorne in den Dingern drin habe, dann könnte ich rein theoretisch da unten da noch Kräuter oder so aussehen, wie hier zum Beispiel die Kresse, das würde passen, oder Minze bei Tomaten. Also das wächst so mit der Zeit. Ich setze mir keinen festen Plan, ich sehe, wo Lücken sind, ich gehe da intuitiv vor und das ist dann der rote Faden. Ja, rote Faden, rote Gartenmelde, ist ja auch noch interessant, aber das Pflänzchen wird sehr, sehr groß, deswegen hier vorne möchte ich das gar nicht so doll haben, obwohl es gibt ja einige Pflanzen, die gut im Halbschatten auch funktionieren. Ein bisschen was können wir doch reintun. Die rote Gartenmelde ist so ein schönes Gewächs. Oh, wahrscheinlich noch vom letzten Jahr hier. So sieht das aus. Büroklammer nicht verlieren. So, der Bereich war noch frei bis hier, genau. Ich mache mal hier so ein bisschen, dass ich das mache hier so genau mit Stöckchen. Bis da kann ich mir das ein bisschen markieren. Rote Gartenmelde. Hier könnten noch Zwiebeln hin. Wisst ihr was? Ach nee. Doch, genau. So, jetzt weiß ich, was ich will. Hier geht's lang. Einmal nochmal eine Reihe Zwiebeln. Rote Gartenmelde braucht man gar nicht so viel, wenn man ein paar Pflänzchen im Garten hat. Deswegen hier muss ich es nicht übertreiben. Einfach mal gucken, was durchkommt. So, das reicht auch. 3-4 Pflänzchen sonst eigentlich nur sein. Jetzt ist es schon das Doppel-Dreifache hier. Ja, da sagt, dann soll das so sein. Wollte in die Erde, so halte ich es ja generell. Ja, so, Rest in die Tüte. An anderer Stelle wird das nochmal mehr Platz kriegen. Schaue ich mir gleich nochmal an. So, hier habe ich alles zugemacht, ne? Ja. So, Zwiebeln, da sind wir noch. Sommermöhre, das kann hier wieder rein. Spinat haben wir noch. Genau. Kann ich auch mal zusammentun. So, Spinat. Da haben wir, oh ja, da haben wir sogar eine alte Sorte Erdbeerspinat. Oh, genial. Ja, guck mal. Wisst ihr? Und hier noch der Spinat Butterfly. Machen wir doch mal einfach hier nochmal zwei rein. So, da kann ich doch hier auch mal nochmal so eine Reihe machen. Für den Erdbeerspinat. Hier machen wir nochmal den normalen Spinat. Obwohl, da könnten wir noch die Zwiebeln hinhauen. Genau, Zwiebeln und hier nochmal so ein kleines Stückchen für irgendwas. Was haben wir da noch drin? Möhrchen. Ja, das passt schon alles. Das ist schon alles gut. Ist Platz für alle da. So. Ah, schön, das freut mich. Zwiebeln, Brokkoli, Kresse, Asiasalat. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Aufteilen. Hier vorne sieht das gut nach Erdbeerspinat aus. Ja, da ist ein bisschen mehr los.
kleineres Saatgut als beim anderen, ganz unterschiedlich. Ich hatte den ja noch nicht. Weiß gar nicht, wie der wächst. Einfach blauen Dunst mal los. Erfahrung sammeln. So, Spinat da rein. Sehr gut. Na, gehst du auch zu. So, was haben wir jetzt noch über? Achso, genau, hier war Zumachen angesagt. Und dann haben wir hier noch die Zwiebeln. Da haben wir einmal die Rubelia. Und dann haben wir nochmal die Stuttgarter Riesen. Ja, das habt ihr vorne im Netz auch gesehen. Ja, machen wir mal hier so ein bisschen Voranzucht. So. Können wir nämlich noch mehr von haben. Ja, also hier ist so ein bisschen Voranzucht Zwiebeln. Die verteile ich dann woanders, wenn die ein bisschen schon Stoff haben. Habe ich schon mal so gemacht. Hat funktioniert. Ja. Also nochmal zur Aufklärung. Alles, was ich jetzt ins Beet gebracht habe, was unterirdisch wächst, wäre eigentlich so ab morgen dran gewesen. Ich denke mal, so einen Tag vorher, da kann man sich verkneifen, da jetzt so Haarspalterei zu betreiben. Ja, und trotzdem habe ich es jetzt so gemacht. Deswegen oberirdisch sehr viel. In Form von Spinat hatten wir hier und Gartenmelde und Portulak und alle Geschichten mit Radieschen, die hier hinten so hingekommen sind und auch Möhrchen. Das sind so Sachen, die natürlich unterirdisch wachsen. Das wäre so ab morgen das Thema gewesen. Aber ich, na, also da mache ich mir jetzt keine Gedanken wegen dem einen Tag. Ja, können wir mal einfach beobachten, wie das ist. Ne? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ich dieses Jahr ein paar Veränderungen feststellen darf. Ja, jetzt ist das Beet hier soweit fertig. Frage ich mich noch gerade, ob ich was machen könnte. Ich denke, für euch sollte das bis hierhin bereichernd genug gewesen sein. Vor allen Dingen all jene Anfänger unter euch da draußen, die da neugierig geworden sind oder vielleicht jetzt Blut lecken nach dem Video, weil man doch sehen kann, wie viel Freude das bereitet. Also alles, was ich hier mache im Garten, definitiv im Zeichen der Herzzentriertheit. Und das werde ich weiter verfolgen. Dementsprechend werde ich mein Gemüse auch oder beziehungsweise alles, was hier so ist, dann, ich sag mal, behandeln, wertschätzen, mich drum sorgen, mich drum kümmern. Der Winter war ziemlich lang, videomäßig ist ein bisschen weniger gekommen, hatte alles so seine Gründe. Ich brauchte auch Zeit, um mich eingrooven zu können. Heute hat es geklappt, hat sich wunderbar angefühlt, so kann es weitergehen. Ja, und ich habe aber auf jeden Fall im Winter auch ja, für mich selber eine weitere Entwicklung gemacht und darf definitiv für mich hier und jetzt mein Sein, mein Ich Bin ins Feld geben. Das möchte ich verfolgen für all jene, die von euch da draußen offen dafür sind. Ich möchte mich hier niemandem aufzwingen. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich bin kein Sach- und Fachkundiger. Ich teile hier das, was ich so mache, meine Erfahrungen und das darf ich erzählen. Es gibt über 5 Jahre Videomaterial, da kann man überall drin stöbern gehen. Da findet sich alles wieder, was ich hier schon immer wieder gebe. So, ne? Ja. Gut, ich würde sagen, die Geräusche werden lauter. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, dass ihr mich alle so toll unterstützt. All jene, die vor allen Dingen so lange dabei sind, auch vor allen Dingen von Anfang an gibt es einige. Und die sind mir treu geblieben, egal wie es mir ging, egal was für Videos ich gemacht habe. Egal was ich gemacht habe, egal was ich gesagt habe, ihr seid noch da. Da geht ganz viel Liebe an euch raus und ganz große Dankbarkeit und Demut. Ja, ich bin gespannt, was da noch so kommen kann in dieser Energie. So, jetzt hat mich gerade ein Storch noch abgelenkt, der da oben immer noch fliegt. So schön, ich könnte euch das eigentlich einfangen. Aber ich denke, wir werden zu Genüge dieses Jahr die Tiere vor die Linse kriegen. Ja? Ich denke, die Natur kann für sich sprechen. Ich habe in vielerlei Hinsicht dieses Jahr ja, vor, mich zu entfalten, das zu verfolgen und ja, jeden dazu einladen, einfach die Atmosphäre zu genießen, sich anstecken zu lassen, vielleicht mal einen Impuls mitzunehmen. Was auch immer. Fühlt euch frei und wenn das hier nichts für euch ist, ist es für mich auch okay. Ne? Denn soll es so sein. Ist für mich absolut in Ordnung. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bleibt im Licht und in der Liebe. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Oh, schön. Es hat mal wieder geklappt. Welch eine Freude. Das hat auch lange gedauert. Lang genug.
habe ich mich schwer getan. Und dann an so einem Tag wie heute, wo ich so hundekaputt bin, ne? Also das gehört ja dazu, Selbstversorgung. Wenn man sich selbst versorgt, ich versorge mich teilselber, ne? Das ist keine Voll-Selbstversorgung. Dennoch, upsie, wenn man das macht und die Pflanzen Wasser brauchen oder die Aussaaten anliegen, dann geht es halt auch mal kaputt oder erschöpft in den Garten. So wie heute. Und ich muss sagen, mein Akku war bei 5%, als ich los sollte. Mein Akku ist jetzt bei, auch energetisch innerlich, voll da. Naja, nee, voll nicht. Also nach müde kommt doof, Konzentration merke ich schon, dass es schwieriger geworden ist. Ja, aber deutlich, deutlich mehr Kraft. Ich halte hier noch das Stativ hoch, ne? Da habe ich vorhin gar nicht dran denken können. Ich war ziemlich gebrechlich, bin fast umgekippt beim Einkaufen. Und jetzt bin ich hier und habe Kraft. Leute, ab in die Natur mit euch. Gärtnert, wenn ihr Bock habt. Schaut euch an, was das mit mir gemacht hat. Ne? Wir sehen uns. Jetzt bin ich wirklich raus. War schön mit euch. Ich fühle das. Alle, die mich zusehen, ich fühle das bis hier.